Ich bin sehr erfreut darüber, dass es heute zur Unterzeichnung gekommen ist, dass eine Dachmarke Österreich geschaffen wurde, was die Jagd betrifft. Und da geht es darum, dass es hier eine Orientierung gibt, wo wir hinwollen, wo nach außen hin die Jagd positiv dargestellt wird, aber wo auch bestimmte Grundsätze eingehalten werden. Die Jagd in Österreich ist unverzichtbar, gehört zur Leitkultur der Republik Österreich. Und darum geht es auch, dass die positiven Aspekte hier auch dementsprechend vermittelt werden. Und das bedeutet aber darüber hinaus auch, dass die Dachmarke Österreich nicht den Föderalismus untergräbt. Wir brauchen eigene Gesetze. Wir brauchen aber auch eigene Abstimmungen, was die verschiedenen Reviere betrifft. Und diese Vielfältigkeit im Bereich der Jagd ist essentiell. Aber andererseits ist es notwendig, dass die Landesjägermeister unter dem derzeitigen Vorsitzenden von Anton Lacher eine Regelung getroffen haben, wo man lange daran gearbeitet hat, auch Peter Lebersorger, dass wir hier eine gemeinsame Zielrichtung erreicht haben, um die Jagd nach außen klar darzustellen und nach innen auch eine bestimmte Wertehaltung vertreten.